Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe eine Frage und ich wollte sie nicht da drüben im Büro stellen. Kein Problem. Für sie war es ihr Baby. Suse kam aus ganz einfachen Verhältnissen, hat sich hochgearbeitet, mit großer Energie. Ich habe sie immer bewundert. Ich hatte Angst, entlassen zu werden. Das heißt, Sie hatten das Gefühl, dass Bertis Entdeckung am Vorabend mit seinem Tod zusammenhängt. Jetzt darf ich 700 Eltern erklären, warum ich einen pädophilen Hausmeister anstelle. Mir ist schon ganz schlecht. Oh, ich verstehe das einfach nicht. Das Führungszeugnis war doch sauber. Wenn da was nicht in Ordnung war, warum steht es dann nicht drin? Gustav! Bist du noch ganz dicht? Was wird denn das? Ich diagnostiziere, warum der Kerl dort tropft. Du brauchst nicht zu gucken, wie Kubans blitzt. Das ist eine professionelle Anamnese der sanitären Gesamtsituation in der lokalen Wasserversorgung. Hä, was schwätschen du für ein Fuppes? Leid's an ihm, leid's am Rohr. Ist es eine Drang, eine Stress, eine Überlauf, Inkontinenz? Das muss man sich echt mal alles wissen. Gustav Dippenweiler, du hast schon immer alle Latten am Zaun. Tausch das Ding aus und gut ist. Tante Auguste, das wurde aber auch langsam Zeit. Tante Auguste! Das ist ja eine Überraschung. Wieso Überraschung? Ich habe dir doch geschrieben, dass ich heute zum Mittagessen komme. Hast du? Wie siehst du überhaupt aus? Um diese Uhrzeit noch im Schlafanzug? Na und? Ist doch Sonntag. Und du wolltest mir mein Lieblingsessen kochen? Du weißt doch noch, was ich am liebsten esse. Ja. Hühnerbraten. Hefeknödel, gefüllt mit krokant Kokosnusscreme in flockiger Glückskleberzsoße. Ich besuche jetzt meinen Schulfreund Waldemar und bin um 1 Uhr zum Mittagessen wieder zurück. Mein Mann ist beim Ordnungsamt und überhaupt, wir waren ja gar nicht in Hamburg. Wo waren Sie denn? Ja, bei meiner Schwester in Rostock. Wir sind gerade mit der Bahn zurückgekommen. Ich kann euch gerne die Fahrkarten zeigen. Also unglaublich, als würden wir Wände beschmieren und klauen. Das ist unverschämt. Mit Flaschen nach Kindern werfen, das geht nicht. Auch wenn es mir nur passiert ist und ich zum Glück nicht getroffen habe. Es tut mir leid. Ich werde mich selbst anzeigen. Missverständnis. Schon mal gut. So. Ja, den Chef. Hallo. Einen Moment bitte. Entschuldigung. Aber dürfte ich mal bitte einen Blick in Ihre Tasche werfen? Also ich habe ja nichts berührt. Das Gerät sagt da was anderes. Danke. Judith, ich möchte mal einen Baumstamm sägen. Das hier nennst du einen Baumstamm? Nein, das hier nenne ich ein Modell. Warte, ich erklär's dir. Letzte Nacht hatte Jasmins Kiosk eine unfreundliche Begegnung mit einem Baum. Oha. Mhm. Wie findest du das? Ein feiner Plan. Mit einem kleinen Haken. Selbst wenn es dir gelänge, den Baum zu zersägen, dann müsstest du die frischen Bretter noch ein Jahr trocknen lassen, bevor du sie verbauen kannst. Ein Jahr? Ja, ansonsten würde sich die Bude krumm und schief ziehen. Oh nein. Oh doch. Ja, hast du das denn nicht gesehen? Die belagern mein ganzes Terrain. Ist das alles? Belagern? Atsche, ich kann erst eingreifen, wenn es hier zu Straftaten gekommen ist. Wenn du polizeiliche Unterstützung haben möchtest, musst du geduldig sein. Als Bürger bist du verpflichtet, zu warten, bis es Verletzte gibt. Beziehungsweise Tote. Dann sind wir natürlich gerne für dich da. Ja, aber die schießen ihr Querfeld ein. Oh, und das gab auch schon eine Explosion. Atsche, denk bitte mal logisch. Das würden die nicht machen, wenn die dafür keine Genehmigung hätten. Soll ich mir hier Ärger einhandeln mit meinen Vorgesetzten? Also bitte. Da steht auch ein Panzer. Der ist nach dem Straßenverkehrsgesetz § 1 Absatz 2 auch nur ein Kraftfahrzeug. Und? Ja.
Kommt da jetzt noch was? Was soll noch kommen? Keine Ahnung, sowas wie eine Frage? Ich hatte gerade eine gestellt. Und? Was mein Mann meint, ist, war alles zu ihrer Zufriedenheit, haben sich wohlgefühlt, gut erholt, hat es ihnen gefallen bei uns hier im Saarland. Wir hoffen doch und würden uns außerordentlich freuen, Sie und Ihre reizende Frau Gemahlin bald wieder in der Villa Eva begrüßen zu dürfen. Na, das hatte ich doch gerade gesagt und... Mann, Sie sind echt eine Nummer. Lass gut sein, Jens. Das hast du jetzt davon, wenn du zu denen aus dem Reich so freundlich bist. Trinkgeld hat er auch keins gehabt. Ende Klemmer. Hefeknödel, gefüllt mit krokant Kokosnusscreme in flockiger Glücksklebblattsoße. Was? Hefeknödel, gefüllt mit krokant Kokosnusscreme in flockiger Glücksklebblattsoße. Wie? Hefeknödel, gefüllt mit krokant Kokosnusscreme in flockiger Glücksklebblattsoße. Das ist mit Abstand das Leckerste, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Tja, geh mal. Ja, wir können gehen. So, wir gehen dann. Ja, ihr könnt ruhig gehen. Oh nein. Oh doch.